Hallo, heute machen wir einen leckeren, gesunden Snack mit Kokoschips. Aber Vorsicht, macht süchtig. Für den Snack brauchen wir 50 Gramm Kokoschips, Ahornsirup, 2 Esslöffel, ein Teelöffel Zimt, ein Teelöffel Vanilleextrakt und eine gute Prise Salz. Jetzt alles miteinander vermengen. Den Ofen habe ich jetzt auf Umluft 150 Grad vorgeheizt. Hier etwas Zeit lassen, dass wirklich alles richtig schön ummantelt. Jetzt großzügig auf dem Backblech verteilen. Man kann das auch gut nutzen, wenn noch was übrig bleiben sollte, für Müslis. Oder Desserts zum drüber streuen. Und jetzt für 10 Minuten in den Ofen und nach 5 Minuten einmal umrühren. Nach 5 Minuten das Blech aus dem Ofen holen, kurz umrühren. Und für weitere 5 Minuten in den Ofen. So, je nach Ofen kann es auch mal 12 Minuten dauern, da aber die Kokoschips im Blick haben, dass die nicht verbrennen. Jetzt kurz abkühlen lassen, dann lauwarm oder kalt genießen. Man kann sie in einem Schraubglas bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahren. Nach ca. 5 Minuten Abkühlzeit wird der Snack ganz, das ist der Klassiker, der knackt jetzt nicht, ganz kross und dann kann man es genießen. Macht sich auch gut über Eis. Lass es dir schmecken.